sich fest vorgenommen, auch hier in Melbourne wieder zu zeigen, was sie kann. Sie hat ja in den letzten Wochen schon gespielt und auch da sich recht gut in Szene setzen können. Ihre Gegnerin heute ist Paola Suarez aus Argentinien, die Nummer 79 der Weltrangliste. Und im direkten Vergleich, da führt Steffi Graf mit 2:0. Die letzte Begegnung der beiden 1997 in Stade Roland Garros, also in Paris auf Sand, da gab es ein glattes 6:1 und 6:4. Und wenn Steffi Graf so spielt, wie wir das in den letzten zwei Wochen von ihr gesehen haben, dann dürfte sie wohl mit der Argentinierin nicht allzu große Probleme bekommen. Allerdings, man muss vorsichtig sein, es ist nie so ganz so leicht zu sagen. Es kann losgehen, die Argentinierin serviert. Steffi Graf, ja, letzte Woche gleich über beide Williams-Schwestern erfolgreich, über Serena und Venus. Das war natürlich in Sydney ein Bombenerfolg, auch wenn es danach auch unter anderem aus gesundheitlichen Gründen gegen Lindsay Davenport im Halbfinale nicht gereicht hat. Sie war ja in den letzten zwei Wochen doch ein bisschen geplagt worden von einem Magenvirus, aber das scheint ganz gut überstanden zu sein. Hoffen wir, dass es sie konditionell nicht angegriffen hat, sondern dass sie hier Zeit genug hatte, um sich wirklich zu erholen. Diese Erstrundenbegegnung für sie sicherlich nicht schlecht, was die Auslosung anbetrifft. Breakchance gleich für Steffi Graf. Das war mal sehr zittrig von Seiten der Argentinierin, die junge Lady aus Bergamino in Argentinien. These two ladies have actually met each other twice before. Und schon seit 1994 als Profi mit dabei. Sie hat auch schon mal einen Titel gewonnen, nämlich in Bogotá im vergangenen Jahr. Das war ihr erster großer Erfolg. Und hat auch auf der Challenger-Ebene einiges geleistet, nämlich in Santiago de Chile und in Montevideo. Auch diese beiden Challenger-Turniere konnte sie gewinnen. Außerdem kommt noch ein Viertelfinale von Macarska dazu. Aber vor allen Dingen ist sie bekannt geworden durch sämtliche guten Doppelleistungen. Zum Beispiel mit Virginia Ruano Pascual oder auch mit der Tschechin Husarova gemeinsam. Da gewann sie im letzten Jahr gleich mehrere Turniere. Sechs gleich an der Zahl. Und dazu kam auch das Halbfinale von den US Open im Doppel. Also gemeinsam mit Virginia Ruano Pascual ist die wirklich eine Bank im Doppel der Damen. So, Steffi Graf beim Aufschlag, also gleich mit einem Break in der Tasche. Prima Einstieg für sie hier auf dem Center Court am heutigen australischen Abend. Suarez has never actually been past the second round of a Grand Slam event before. Got a work cut out here. That was interesting, Steffi going forward. Steffi gleich mit dem Ansturm ans Netz. Auch das sieht man immer häufiger von ihr. Maybe you can refresh your mind and get the cobwebs out of your brain and start doing things that you have to do. Great return, and that's the first point of the match. Erster schöne Punkt der Argentinierin. Even with her great speed, she didn't even get anywhere near it. Doesn't help Suarez is you know, she's a feature match center court against the, one of the legends. Oh.
brilliantly done. A wide serve. And then the forehand down her opponent's backhand into perfekter the open space. Perfekter kann man sich den Einstieg in dieses Match gar nicht vorstellen. Love two, first set. In the service motions, you can see the graph is just a little bit slower. Still, Suarez has yet to win a point on her own serve. She's only won one in the match thus far. She's obviously trying to get a good length on her ground strokes. Hasn't got control of it yet. Break point. Früher nannte man das das Graf-Tempo. Und das hat sie heute offensichtlich auch wieder vor. Das zweite Break schon für Steffi Graf. Paola Suarez sichtlich nervös im Moment noch. Das ist natürlich hier gleich auf dem Center Court die erste Runde gegen eine der ganz großen, der Legenden, wie man so schön sagt, bestreiten zu müssen. Das ist nicht so ganz einfach, auch wenn man schon so ein paar Jahre auf dem Circuit mit dabei ist und kein ganz echtes Greenhorn mehr. Aber trotzdem die Argentinierin sichtlich nervös gegen Steffi Graf, die hier 1983 zum ersten Mal bei diesem Turnier mit dabei war. Insgesamt 10 Mal, damals als 14-Jährige, ihr erstes Turnier hier bestritten. Da waren die Legenden von damals noch mit dabei, eine Chris Evert, eine Martina Navratilova und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist wirklich zwei Tennis-Generationen, die Steffi Graf da mit dominiert hat, auch bei diesem Turnier. Nicht zuletzt hat sie es ja schon 4-mal gewonnen. Warum nicht ein 5. Mal? Es gibt einige, die sie zu den Top-Favoritinnen mit dazu rechnen. Und ich glaube, das wirklich mit absolut Berechtigung. 3-0 auf Schlag Graf. Auch wenn sie zurückgedrängt wird, noch mit so viel Power. This is where I like the Davis Cup or the Fed Cup, where you've got a captain on the side of the court. The captain can talk to you every changeover and actually get you going far easier than you can get yourself going. I'm not saying that a good captain would get her to win the match. I'm not saying she's going to lose the match, but a captain on the court can help so much. I wish coaching was allowed. Well, still, Suarez has only won the one point in this match so far. Auch das klappt nicht. Sie hat erst einen einzigen Punkt gewonnen bisher, Paola Suarez. Das ist natürlich schon etwas heftig. Und dementsprechend das Ergebnis auch sehr deutlich. 4-0 für Steffi Graf. Wenn das so weitergeht, dann braucht sie keine halbe Stunde mehr und ist schon wieder in der Umkleidekabine. It's mighty difficult in this situation. Then you've played 4 games and you won 1 point. Oh, nice. That's the first point on serve. Zum dritten Mal dabei die Argentinierin hier bei diesem Turnier. Hier über die zweite Runde rausgekommen. Das auch. Insgesamt so in etwa das, was man von ihr bei Grand Slam Turnieren erwarten kann. Einmal Runde 3, 97 bei den US Open.
fantastic. Super lob from Steffi. Better rally, didn't allow Graf to dominate her, and she kept a good length. It'll do her the world of good if she can win this game. Even if she loses the set, she'll feel a lot better and do a better job in the second set. That doesn't help. 1992 kam sie das erste Mal in die kleineren Schlagzeilen, wenn man so will. Die Argentinierin, damals erreichte sie das Finale der Juniorinnen bei dem Sandturnier in Paris, bei den French Open. Das auch bisher immer noch ihr größter Erfolg. Und diese Statistik hier spricht eine deutliche Sprache. Ein schöner Gruß an die Gräfin back in Melbourne. Sie hat sich hier mal ganz besonders wohl gefühlt, das hat sie auch hier wieder bestätigt. Das ist eines ihrer Lieblingsturniere, nicht nur, weil sie so nette kleine Kängurus nach ihren Siegen hier bekam oder schicke australische Cowboy-Hüte. Das haben wir alles bei den Siegerehrungen hier bei diesem Turnier mit ihr schon gesehen. Da gab es auch jedes Mal wirklich strahlendes Lächeln bei Steffi Graf, die vor allen Dingen die ruhige, sympathische Art der Australier so schätzt und immer wieder betont, dass die Menschen hier ganz einfach und sehr, sehr sympathisch wären und keinen allzu großen Druck auf sie ausüben. Und das ist für sie in ihrer Situation natürlich immer mit am angenehmsten. Also ein hoffentlich erfreuliches Comeback, das sich hier sehr, sehr gut andeutet. 5:0 gleich und sie serviert schon zum Satzgewinn. Noch gerade mal eine Viertelstunde. So she's just got to say, well, you know, plan A is out the window. Now let's go to plan B. So Steffi serving for the set. Serving and volleying there, didn't it? Must be feeling extremely confident. Kaum gegen sie im Moment. Extremely confident. And now has wenn Steffi Graf mal Surf und Volley probiert, dann fühlt sie sich schon sehr sicher auf dem Platz. Satzball. Das war kurz und schmerzlos aus ihrer Sicht, umso schmerzhafter für die Gegnerin, ein 6:0 ist natürlich bitter, auch wenn es von einer der Größten kommt. Das war so schnell wie in alten Zeiten und allzu happy darüber scheint sie gar nicht zu sein, Steffi Graf. Sie hat vielleicht auf etwas mehr gegen ihr gehofft. Mal sehen, ob Suarez das im zweiten Satz schafft, nämlich ein tougherer Trainingspartner zu Peking zu sein, um es mal so arrogant auszudrücken. Graf going forward. Wieder der Ansturm nach vorne ans Netz von Steffi Graf.
that's unusual for Graf to miss that forehand. That's one of her favorite forehands. In for Suarez, 30-15 on serve. Just too late onto the shot. Total miss it. Den hat sie völlig verschätzt. Game point for Suarez. Zum ersten Mal Spielball für die Argentinierin. She needs an ace. Gotta let cord. Im zweiten Satz und wir machen eine kurze Pause. Da hat sie es tatsächlich geschafft, mehr Punkte im ersten Spiel dieses zweiten Satzes zu machen als im ersten Satz insgesamt. I'm sure very happy to have won her first game of this match. Argentinien looking in tremendous form. Im letzten Spiel hat es für viel gereicht und damit auch zum Spielgewinn. Also 0-1 jetzt aus der Sicht von Steffi Graf bei eigenem Service. Lucky Netcourt noch. Much better return of serve. 30-15. Schöner Punkt und mittlerweile spielt sie auch ein bisschen freier auf, hat natürlich überhaupt nichts mehr zu verlieren und dementsprechend jetzt auch sicherlich nicht mehr mit so viel Nervosität zu kämpfen. Damit läuft es besser. Das war ein bisschen zu ehrgeizig, was den Winkel anbetrifft. Damit zum ersten Mal Breakchance für Suarez. I think she hit that last forehand a little bit uncertain as to what to do with it. Go down the line, go cross court. Eventually she did absolutely nothing. Got to make up your mind, stick to it, be positive. Oh,
is the first game that's gone beyond deuce. Very Western forehand grip. You've got to be careful when you hit a forehand with that grip. Oh, missed it. Oh, das war ein halber Elfmeter, den sie da verschossen hat. She had chosen to go the right way. Und damit eins beide. Steffi Graf was covering diesmal her mit forehand. Ein bisschen mehr Mühe bei Aufschlag von Steffi Graf. Also es deutet sich an, dass dieser zweite Satz vielleicht doch Bob, etwas positiver verläuft für back in, when you consider Paola she Suarez only won als a total of 3 points in that opening set. Suarez now is looking a bit of a different player. Oh, absolutely. Might be an interesting contest now. That's wonderful. Vorbereitet und dann natürlich auch schön nachgesetzt und wieder mal vom Netz aus. Good scrambling. Quick as a flash. Graf is up to the net. She got a little bit jammed there for the forehand volley, but quick feet. Got her body out of the way. Easily put the forehand volley for winner. A little bit earlier ago that Suarez is getting 64% first serves in. Well, that's pretty good, but she's only winning 29% points when she gets a first serve in, and that's trouble. Still a game point. Good service, well played. Damit auch noch ein zweites Spiel für no question. Suarez. Back in the match, Suarez of Argentina. Und sie bleibt vorn 2:1 für die Argentinierin. Bob, looking at hier Graf, of course. We know what she's done in the past. She's been through hat sich vor difficult diesem times. Turnier hier ganz begeistert über die Entwicklung im Damen-Tennis. Sie sagt mich voll, vor allem, dass Does nicht nur jetzt die Youngster of this da vorne Absolutely. Spielen und unter sich die großen Turniere ausmachen, wie es in den letzten Jahren vielleicht der Fall war, sondern dass die älteren Ladies, um es mal so auszudrücken, sprich die Erfahreneren, zum Beispiel Monica Seles und auch Steffi Graf wieder dabei sind und den Youngstern hier Kontra bieten können und das wirklich mit all ihrer Erfahrung und ihrem Spielvermögen, das sie schon gezeigt haben, das macht das Ganze besonders interessant. Das heißt also, zum Beispiel Hingis, die Williams-Schwestern oder auch noch Lindsay Davenport oder vielleicht auch dann die gute Anna Kournikova auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite zum Beispiel Monica Seles und auch Steffi Graf und vielleicht auch noch eine Marie Pierce, die kann man so dazwischen setzen, so ein bisschen. Also, da ist einiges da und es gibt auch noch viele sehr, sehr gute Außenseiterinnen. Und natürlich will ich auch die Spanierinnen nicht vergessen, Arantxa Sánchez Vicario und Conchita Martinez. Das Feld ist groß und breit und dadurch wird es immer interessanter. But realistically, I would say that Graf would be one of about, you know, 6 or 8. So it's wide open. I think so, yeah. Well, that big forehand really has been working well.
auch schon glänzend als Vorbereitung und dann die Vorhand wieder as zum Punktgewinn so often does, running around that backhand. It's a tremendous shot. Glattes Aufschlagspiel und damit zwei beide. Really dominating every rally there, dictating the pace. Auch von der Gegnerin von Graf doch etwas mehr jetzt zu sehen. Noch gibt sie sich keine Blöße im zweiten Satz. Paola Suarez. Hat schon mal knapp an die 50er Grenze herangeschafft, 58. ihre beste Platzierung bisher und sie hat auch schon mal einen sehr, sehr schönen Sieg bei einem Grand Slam Turnier geschafft, nämlich über Mary Jo Fernandez, damals an 12 gesetzt, 1995 im Stade Roland Garros bei den French Open und Suarez als Qualifikantin und Nummer 173 der Weltrangliste schoss die Amerikanerin vom Platz, die damit zum ersten Mal nach 6 Jahren wieder in der ersten Runde eines Grand Slam Turniers verlor. Mittlerweile geht ja auch sie so eher dem Ende ihrer Karriere entgegen, auch mit Verletzungen. Immer wieder geplagt, die sympathische Amerikanerin. Ace of the match. Oh, Suarez thought it was out. Hatte ich den gleichen Eindruck. Appeal to the umpire, Jane Harvey. Die Schiedsrichterin sagt nein. Jane Harvey. Tja, ganz eng, also ich fürchte, die Argentinien hat das richtig gesehen, aber hundertprozentig natürlich kaum noch nachprüfbar. We only have to give Graf half a chance to get back in a game, and she's right there. Diesmal die Entscheidung wohl richtig. Very close as well. Oh, zu viel Risiko. Well, the idea aber was good. Trotzdem eine sehr viel bessere Spielerin mittlerweile ist Suarez als im ersten Satz. But it's break point now for versucht Graf. Zu kontern, versucht anzugreifen, aber Breakball Graf. Three times she's had a break. This is her fourth. 100% record on break points is Graf in this particular match. And she keeps that 100% record. And da ist der erste Break im zweiten Durchgang. Steffi Graf for the first time in the second set. Und wir melden uns gleich nach einer kurzen Pause wieder hier vom Center Court. Welcome back. 3-2 Break for Steffi Graf. Also, 3-2 das ist natürlich jetzt schon wieder sehr viel besser. Die Gegnerin hatte sich zwar gesteigert, aber jetzt doch das Break zulassen müssen, hat sich etwas rausbringen lassen aus dem Konzept durch diese beiden sehr engen Linienentscheidungen zugunsten von Steffi Graf. Sie nutzt natürlich sofort die Chance, die Unsicherheit der Gegnerin und hat jetzt den Trumpf wieder in der Hand.
Well, just having a close look at that ball there to Steffi Graf, maybe thinking it was a bit soft. Suarez has only really threatened the Graf serve once in this match. It's in the second game of the set. Ganz lockeres Aufschlagspiel für Steffi Graf. Wonderful forehand yet again from Graf. Bisher konnte die Argentinierin bei Aufschlag Graf nur einmal in die Nähe eines Breaks kommen und das war hier zu Beginn dieses zweiten Satzes. Davon abgesehen, überhaupt keine Probleme bei eigenem Service. Suarez, die Ex Nummer 1. Aber Kanonenfutter ist bei Suarez jetzt trotzdem nicht mehr. Eine enorme Steigerung bei der Argentinierin im Vergleich zum ersten Satz. If the return was a little bit short, she probably had no option but to continue up to the net, but I'm not sure she would have done that in the first set anyway. What she has to do, and it's very difficult, you have to get the first set out of your mind, and then remember, you're 4-2 down in the second set, but in your own mind, you had 40-15 on the serve that you lost, and you think you got a bad call. So it's not that you're being whitewashed at all. You're still in with a chance. Needless to say, she needs to win this game to give herself that chance. If she goes down here, and she's 15-30, again going up to the net. Graf going down the line, which is not something she normally does, especially going over the ball, but pushing it wide. That serve that was a fault then. You know, we've had 21 straight first serves in between the two players. Wow. She's still in there fighting, but of course she's going to have to break the Graf serve. Kämpfen tut sie nach wie vor, aber sie braucht natürlich jetzt a realistic chance of taking this break the full distance. Steffi Graf, um hier vielleicht doch noch eine Chance zu haben, und das ist kaum hinzukriegen. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Steffi Graf, what amazes me is that her desire to come back yet again after yet another injury problem. And she seems more eager than ever. I think I can only speak for myself, and I have a feeling she has a similar. Es ist schon wirklich herausragend, wie Steffi Graf sich da durch diese ganzen Verletzungsprobleme der letzten Jahre durchgekämpft hat. Und dass sie jetzt sich hinstellt und sagt, ich will noch zwei Jahre weitermachen, denn diese zwei Jahre, die diese Verletzungen mich gekostet haben, die will ich jetzt versuchen noch nachzuholen. Das ist etwas, was man ganz gut verstehen kann, denn eine Sportlerin mit so viel Ehrgeiz auf dem Platz, wie sie es ja jahrelang war, die lässt sich nicht einfach so den Schneid abkaufen durch Verletzungen. Die möchte aufhören, wenn sie es will und nicht, wenn sie dazu gezwungen wird, und das ist sicherlich auch mit der Grund dafür, dass sie hier wieder versucht anzugreifen und dass ihr jedes Turnier nach wie vor etwas bedeutet, auch wenn sie schon so viel gewonnen hat. 4-3, Break vor Aufschlag Steffi Graf. Der erste Ass, glänzende Aufschlagsstatistik insgesamt, das haben wir gerade gesehen. Oh.
Mary Pierce steht in der nächsten Runde nach einem lockeren Sieg über die junge Watson. Andrea Glas hat es geschafft in 3 Sätzen. Ebenso wie Amanda Kutza, Julie Allard, die ausgeschieden dagegen. Right, no shame. Jana Kander in catching it, starting again. Gegen die Österreicherin Barbara Schett. Zu drehen, auch wenn Suarez die richtige Ecke geahnt hat. Den Druck, den konnte sie so nicht erwarten. 5:3. So now, jetzt ist es wohl wirklich nur noch eine Minutenfrage, bis das Ganze hier gut zu Ende ist. Bit of frustration there shown from Steffi Graf, but she's really played brilliantly today. Yeah, I think she just wants to get this over with. Doesn't want to miss one ball. 15. Very much a perfectionist is Steffi, and it probably explains her longevity more than anything else. Der ist draußen, der Druck wieder zu hoch, der zwingt sie zu den Fehlern. So 2 points from a first round victory for Graf. Zwei Matchbälle. Zwei Chancen für Steffi Graf, das Ganze hier unter einer Stunde zu beenden und in die zweite Runde von Melbourne einzuziehen. Also 6:3, das Ergebnis zugunsten einer glänzend aufgelegten Steffi Graf.